Hallo und herzlich willkommen zurück bei Foundation. So, also hier unser Markt. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Hier hinten werden mehr Häuser gebaut. Diese Kirche scheint fertig. Hier fängt man glücklicherweise schon mit unserer Taverne. Taverne heißt es, mit unserer Taverne an. Und hier geht die Kirche weiter. Wir brauchen natürlich auch hier hinten noch eine Kirche. Warum? Weil dem halt so ist. Ein Bote bittet um Audienz. Was willst du? Der König will 30 Bären. Weißt du was? Der König kann mich mal gern haben. Der soll Bären pflücken lernen. So, dann. Wir brauchen hier eine Kirche. Die Frage ist, wie brauchen wir diese Kirche? Und welche Art von Kirche brauchen wir? Denn wir haben ja hier schon die große. Also wäre die Frage, reicht uns hier eine kleine? Ich würde sagen, wir versuchen das einfach mal. Wir gehen hier hin, wir nehmen diese Kirche. Wir setzen diese Kirche. Diese Kirche fängt hier an. Diese Kirche darf so. So wird die. Genau, so hin. Dann drehen. Lasse mich in Ruhe dahin. Hier die Dinger. So, einmal und zweimal und das Ganze dann auf die andere Seite auch nochmal. Eins und zwei. Und was natürlich jede Kirche benötigt, gerade in unserem Dorf, ist natürlich, oh, wo ist er denn? Wir nehmen diesen Turm. So, zack, drei, vier, so, und dann haben wir das und dann soll er das Ding bauen. Irgendwo hier muss auch ein Baubüro sein. Ich glaube, das erste, was wir je gebaut haben, ist hier. Kann man da eigentlich schon mal wieder was? Nope. Bildhauerwerkstatt. Damit hört's auf. Okay. Okay, hier ist Gold. Gold, goldiger Gold. Hier ist auch Golderz. Kein Schmuck, kein Nichts. Oh, der Vogt. Der Vogt darf wieder schleimen gehen. So. Was ich sehr lustig finde, denn wir haben das Ding hier jetzt frei und der Vogt will, ich möchte hier immer noch nicht nachschauen, was es da so gibt. So, wir haben hier einen Markt. Brauchen wir hier einen Markt? Das ist die große Frage, ne? Obwohl ich glaube, dass wir hier groß einen Markt brauchen. Lasset uns sehen, wenn wir hier... Oh, das ist natürlich schon sehr... Was wir werden hier, ja, und wenn das jetzt nicht mitzieht, dann ist mir das jetzt auch recht egal. Langsam, wenn es nicht mitzieht, zieht es halt nicht mit. Nope, wir machen es anders. Wir schmieren hier rum alles an, dann gehen wir dahin, zack, machen den einmal kleiner, dann machen wir das einmal größer, so auf die Größe und dann zack, so. Dann baut uns auch nichts zu nah an die Kirche ran. Hier hinten, okay, die Terrasse steht schon. Ja, jetzt können die Kunden praktisch eigentlich schon da sein. Oder? Bitte sag mir, dass wir die Terrasse schon vergeben können. Nein. Okay, schade. Aber ist ja nicht so, ne? Ist ja alles nicht so schlimm. Naja, langsam, okay, Klamotte geht irgendwie auch nie nach oben. Wir hatten nicht hier, genau, wie sieht's denn aus mit unseren... Alter. Okay, jetzt sind wieder... Okay. Okay, da sind die großen Probleme. Lagerhäuser, Marktstände, wow. Ja, natürlich, wenn nirgends mehr einer drin sitzt, dann wird ja nichts gemacht, ne? Also die Häuser können nicht gebaut werden, wenn kein Holz gefällt wird. Wenn kein Holz gefällt wird, dann gibt es auch nichts in die Köhle. Alle werden unzufrieden, alle werden eklig. So. Wie sieht's aus hier bei den 20ern? Da sind die 20er. Die 20er müssen alle. Mir ist gesagt worden, die 20er müssen alle. So. Die brauchen ja auch nicht viel, ne? Die brauchen Komfort und Glaube. Ja? Und das brauchen die anderen auch alle. Also ist es gar nicht blöd, wenn man mal so weit ist. Hier unten sehe ich auch. Beförderungen sind verfügbar. Danke. Genug befördert. Wegtreten. Tschüss. Hui. Jetzt hat er aber viel Text in sehr, sehr kurze Zeit gepackt, ne? Dann haben wir hier zwei, gehören da noch hin, haben wir nicht.
Wir können an dieser Stelle, wir haben Fisch vergeben, wir haben Brot vergeben, wir haben Kleidung vergeben, wir haben Käse noch nicht vergeben, wir haben Bärchen noch nicht vergeben. So. Ist aber auch alles so wild. Hier hinten Kirche, da. Entschuldigung. Siedeln sich auch schon die ersten Leute an. Hier hinten wird es dann auch bald Glaube geben. Wow. Glaube. Völlig neues Konzept hier. Also hier drüben gibt es keinen Glauben, hier drüben gibt es Bier. Aber der Glaube an das Bier ist nicht groß genug. Verdammelig. Aber so ist es halt. So, das könnte jetzt tatsächlich unter Umständen ein kleines bisschen dauern, bis diese mordsmäßigen Bauaufträge alle abgeschlossen sind. Ja, ich weiß gar nicht, was ich euch in der Zwischenzeit erzählen soll. Das ist immer so schlimm. So, kein Zugriff auf Nahrung. Jetzt geht's los, oder? Okay, kein Brot, kein Käse, kein Fisch, keine Schuhe, kein Schlips, kein Sheldon. So. Hier rüber, hier runter, hier hoch. So, jetzt wartet mal. Ich würde... Mache mal. Hey, wir haben ja hier, ne? Und jetzt wartet. Jetzt... Ich weiß, es ist schon wieder Bau, aber es muss ja irgendwann mal gemacht werden. Okay, Steinbrücke erfordert 10 Bürger. Also mir ist gesagt worden, ich kann das hier hin tun und dann kann ich das einfach hier hochziehen. Ist ja geil. Alter Schwede. Lucke mal, wie das geht. 50 Brettel. Jo, hau rein. Okay. Ich bin gespannt, ob das funktionieren wird. Dann brauchen wir natürlich hier, ne? Zack, zack. Brauchen wir natürlich auch. So. Dann hätte ich gern den. Ich hätte gerne den. Ich hätte tatsächlich gerne den. Okay. Dann haben wir das soweit. Dann müssen wir Bau, Logistik, Speicher. Logistik, Speicher, Speicher, Speicher. Speicher bauen, dann hier und dann Nahrung. Fischerhütte. Und zwar. So. So rum, ne? So rum ist richtig rum, so rum ist richtig rum. Hervorragend, das bedeutet. Okay. So. Hallo? Mich verarschen? Nein, nicht die Sammlerhütte, die Fischerhütte. Teile müssen ins Wasser gebaut werden. Ich finde das toll. Okay, so und jetzt. Zack. Ich glaube, ich drücke auf die falsche Taste. Okay. Nee, er ist nur einfach seltsam. Okay, ich... So, hier... Ich hab doch gesagt, man muss auf Shift drücken, damit der die... Seht! So. Ja gut, da fängt die an. Das läuft doch, so muss das. Dankeschön. Hervorragend. So lobe ich mir das. So. Was ist eigentlich hier drin? Fisch, 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 Käsebrot, okay. Was ist hier drin? Fisch, 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 Bärenfisch, okay. Okay. Warum funktioniert das mit dem Fisch schon wieder? Ich verstehe das immer nicht, warum dann der Fisch auf einmal so weg ist. Ja. Immer sehr, sehr, sehr seltsam für mich. Naja, gut. Wird Gründe geben. So, hier nochmal 2 rein. Ajo. Hier, ein Schrank wird zugewiesen. Jawohl, danke. Los Tavernos, alles gut. Warum dieses Ding nicht gebaut wird, ich habe keine Ahnung. Reiß es nieder. Wenn es niemand bauen möchte, reiß es kaputt. Okay, wir hoffen einfach, dass auch kürzere Wege dann helfen. Also ich hoffe das zumindest, dass das hilft.
Wir brauchen hier trotzdem ein paar Wohngebäude. Ich weiß, wir haben gesagt, wir bauen hier die Schlossinsel, die Klosterinsel. Aber wir brauchen da trotzdem ein paar Leute drauf. Es hilft nichts. Ja. So, hier sehe ich eine Kirsche, die nicht fertig wird. Hier sehe ich eine Kirsche, die nicht fertig wird. Ja. Hier sehe ich Bergarbeiter, die voll fertig sind. Ah, ist hier noch irgendwo Steinklopfding, ohne dass man... Nein? Ist hier vielleicht irgendwo... Nein, okay. Was wir natürlich tun können, ist, wir können natürlich einen weiteren wenigstens rudimentären... Ja, hier machen wir dann aber hier, ne? Machen wir dann hier so, zack, baue er. Wir hoffen, dass das dann funktioniert. Die Brunnen brauchen natürlich. Ein Bote bittet um Audienz. Mensch, Bote, was brauchst du denn schon wieder? 20 Fische, verzieh dich. Der soll fischen lernen, der soll Brot backen lernen, der soll Beeren pflücken lernen. Ja, was ist denn das für ein König? Das ist schlimmer wie ich, ey. So. Schon wieder zwei. So mag ich das. Ja, speichere doch mal. Danke, Spiel. So, hier, ich will, dass dieses Ding Priorität hat. Und wenn wir soweit sind, dann will ich, dass die hier Priorität haben. Nichts ist so wichtig jetzt wie Nahrung. Hier, hier. Nein! Hier, ja. Zack, 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 zack. Und du auch. Jawohl. So, ob die das dann erstmal hier rüber schleifen, ist mir vollkommen Lappe. Wenn ich ehrlich bin. Wobei ich mir gerade überlegt habe, warte mal. Es hat ja geheißen, die kürzeren Wege und so, ne? Du, College, Wegreise. Lösche, danke. Hier. Baue Beiger. So, auf anderen Seiten. Okay, hier sind auch nochmal Steine und nochmal Bärchen. Bärchen sind auch immer gut. Bärchen, immer super. Immer gut. So, Beinbruch fertig. Beinbruch nicht fertig. Verdammt. Wow. So, hier drüben Kirche, nicht mal im Ansatz. Ja, aber die ersten Wohnungen. Die müssen... Ohne die geht gar nichts. Hier Strohdach kriegen wir auch nicht gedeckt. Wahnsinn. So, wie sieht es eigentlich hier aus? Und da noch überall. Sind noch alle Fischer da? Sind noch alle Fischer da? Da sind die vier Fischerhütten, die gebaut werden. Ansonsten sind noch alle da. Träger sind noch nicht alle da. Hier einer mehr rein. Jo. Soldaten. Uninteressant. Speicher, Steinbruch. Gut. Da fehlt Material. Weber, zack, zwei rein. Läuft. Okay. Hopp, 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 hopp. Auf geht's. Ja, das wird eine richtig schöne, fette Stadt, ne? Ich meine, hier sieht schon schick aus. Und da sind wieder drei neue. Und mit der nächsten Beförderung werden die natürlich auch in den Stand von Leibeigenen befördert. Ich wusste nicht mal, dass man in den Stand von Leibeigenheit befördert werden kann. Ich dachte immer, das wäre ein sozialer Abstieg. Aber hey, so kann man sich täuschen. Ne? Muss man halt auch mal dann so sehen. Ach ja, genau. Ich wollte... Aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt gerade... Nee, das brauchen wir jetzt gar nicht überlegen. Beförderungen verdient. Zack, hier nach unten... Vollkommen egal, ob arbeitssuchend oder nicht, alle rein da. So. Hopp, hopp. Mache er. So. Okay, 5, 5, ja. Bisschen was. Schaut's hier aus? Okay, oder? Ja, ist auch okay. So. Oh, mir ist gerade eingefallen, wir brauchen. Sekunde, hier. Da ist sie, die brauchen wir auch. Und zwar dringend. Passt auf, so. Kriege ich den so dahin? So kriege ich ihn da nicht hin, den kriege ich so da.
Aber den kriege ich halt gerade so dahin. So. Ich würde sagen, so ist okay. Ja, bau den mal. Welcher Seite kommt denn der rein? Da ist rein, da. Okay, dann bau den. Also. Kinder da. So. Und jetzt. Genau. Aufbauung. Ausbeutung. Mach mal das hier weg. Möchte hier nicht, dass Ausbeutung. Möchte nicht, dass hier Ausbeutung stattfindet. Hier möchte ich auch nicht mehr, dass Ausbeutung stattfindet. Hier auch nicht. So, so. Okay. Aber hier darf es doch noch ganz ordentlich. Warum laufen die denn nicht bis hier runter? Ich verstehe das nicht. Ja, ich weiß ja so immer die kürzesten Wege und so, ne? Dann machen wir hier. So. Machen wir erstmal. Machen wir das erstmal so. Genau. Dann machen wir das. So. Ja. Dann wird. Ja, nicht, dass da noch irgendjemand auf ihn. Das wollen wir ja auch. Dann summieren wir mal das. Mal gucken, ob das was wird. Oder ob ich dann, keine Ahnung, im schlimmsten Fall die Sägewerke nochmal versetze. Wenn dem so ist, dann ist dem halt so, dann bauen wir hinten ab Sägewerke hin, klatschen über Leute rein. Ja. Ich hoffe, dass man hier hinten in dem Waldgebiet ordentlich, aber hey. Keine Ahnung, die Förster haben auch irgendwie keinen Bock. Irgendwie haben die Förster halt auch keinen Bock. Naja. Aber so ist es halt. Kann man nicht ändern, also kann man schon, aber. Oh, 144 Blöcke wieder, 36 mal. Ist das Ding jetzt endlich fertig? Immer noch nicht. Durch. Okay, okay. Oh, die könnte fertig sein, oder? Fast. Nee, mal. Ja, aber schon. 10 Besucher, ne? Also kein Glockenturm, aber schon 10 Besucher. Läuft. Hauptgebäude steht ja. Sind aber wieder ein paar zufriedener und nur das ist richtig. Mhm. Ja, ja. Genau so ist es. Genau so und nicht anders. So, wie sieht es hier hinten eigentlich aus? Was wohnt hier eigentlich? Ja, okay. Holzfäller Level 1. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da, 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 da. Okay. Okay, da läuft. Da läuft man ja schon. Hervorragend. So muss das. So und nicht da. Muss das. Okay, keine Kohle mehr. Jetzt kriegen wir es gerade wieder ganz saftig hin. Wenigstens kein Geld mehr zu haben. Okay, wir haben Wolle en masse. Wir haben Wolle en masse. Wir haben Stoff en masse. Warum zur Hölle läuft das? Ja, ich meine, so weit ist der Weg jetzt nicht. Ja. Mhm. Kann nicht sein, dass ich jetzt hier hinten ein Lager hinbauen muss für Klamotten. Ja, nur damit das hier einigermaßen irgendwie versorgt ist. Das kann ja auch nicht sein. Oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, kann ich mir, will ich mir nicht vorstellen müssen können. Dürfen haben. So, okay. Ah, da wird nicht unbedingt. Vogt! Was? Versammle meine Truppen und setze die gleiche Marsch. Lass mich darüber nachdenken. Nein, meine Soldaten dienen nur mir. Ah, ist halt so. Vor
allem, wenn du nicht so viele hast. Dann erst recht. Oh! Oh, er arbeitet. Seht. Seht, er trainiert. Doch keiner wollte bei uns bleiben. Wow, ich bin übrigens gerade am Überlegen, ob ich bis zur nächsten Folge einfach mal ein bisschen laufen lasse. Ja. Ob wir mal gucken, ob sich das nicht einfach alles einpendelt, wenn wieder genug Material oder ausreichend Material irgendwann nachkommt. Ja, ich glaube nämlich tatsächlich, dass das eins der größeren Probleme ist. Ja, dass halt schlichtweg einfach gerade nicht nachkommt. Ja. Wenn ich mal ganz, ganz ehrlich bin. So, wir haben jetzt das, das. So, wir gucken mal hier. So, da ist Aufforstung. App. So, so. Okay. Jo. Hier rüber. Hier so wieder hoch. Okay, Fischerhütte gebaut. Sehr gut, sagt Fischer. Fischerhütte, danke. Ein Fischer hinein. Oder ob es einfach tatsächlich jetzt schon andere Probleme sind. Das wäre jetzt natürlich auch noch so eine Geschichte. Ja, also. Ja, kann man jetzt auch. Hier, komm, was willst du denn? Brot. Ich habe gesagt, er soll lernen, wie man backt. Soll er zuhören. Ansonsten schicke ich ihm Leute vorbei, die bringen ihm das dann schon bei. So. Hier. Und? Null. Ich verstehe es nicht. Naja. Muss ich auch nicht. Also, egal. Ich glaube, ich werde einfach bis zum nächsten Mal ein bisschen laufen lassen. Mal gucken. Nicht, dass wir komplett in die Misere kommen oder so, weil jetzt haben wir gerade eine relativ gute Balance. Ja, also die Leute sagen zwar, sie haben keinen Zugriff auf Waren, aber das dauert jetzt einfach nur, weil es ein bisschen dauert, bis die Leute die wieder geholt haben. Ja, wir werden es sehen. Das bedeutet nämlich, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ihr vergesst bis dahin nicht zu bewerten. Also, bis dahin und ciao.